Ja, welche Pracht, das Baggerballett hier anzuschauen. Übrigens, heute ist ein denkwürdiger Tag. Heute haben wir Geburtstag. Heute vor 9 Jahren haben wir unseren Kanal gestartet. Und ich habe gerade gesehen, wir sind bei 11.999 Abonnenten. Deswegen der dringende Aufruf an euch, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, seid doch der 12.000. Ja, hier im BA21, die Jungs rocken das Ding hier noch. Da wird gerade dieses Fundament vom Förderband freigelegt, das einstmalige Förderband. Rüber in den Schlossgarten. Hier sehen wir den alten Niesenbach-Kanal. Ich bin natürlich heute wieder mit vollem Equipment unterwegs, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, euch kurz hier einen Live-Eindruck zu geben, auch wenn es jetzt gerade nicht so spannend ist, wie es gerade vor 2 Minuten noch war. Es ist irgendwie immer so das Risiko. Nach Feierabend sieht es aber auch noch nicht aus, also vielleicht passiert ja noch was. Da fällt mir gerade ein, mir fällt ja noch der BA25. Ich bin ja mit meinem Rundgang noch gar nicht durch. Oh Schande, oh Schande. Der BA21 entwickelt sich zum Zeitfresser. So, jetzt genug gelabert. Jetzt wird wieder was geschafft. Ja, mein Lieber, das Handy ruhiger halten. Ja, klar, kann ich machen, aber wisst ihr irgendwo, ich habe doch das große Video, da müsst ihr halt ein bisschen geduldig sein. Ich finde, man sollte ja immer mal seine Ansprüche, ja, also live. Also aktuell und nicht verwackelt und beste Qualität und alles auf einmal geht halt auch nicht. So, das sieht jetzt doch nach Feierabend aus.
Es könnte auch daran liegen, dass ich in der einen Hand noch die Fernbedienung für die Kamera habe. Und übrigens, falls ihr noch nicht vor Ort wart, der Zaun hier steht enorm unter Spannung offensichtlich, weil beim der kleinsten Berührung irgendwo an diesem Zaun vibriert der furchtbar. Und wenn man dann die Kamera oder das Handy oder gar den Arm auf den Zaun auflegt, damit es weniger wackelt, dann kann das gut gehen, aber wenn man dann selber oder jemand anders nur ein bisschen gegen diesen Zaun kommt, ja, habe ich es schon gesagt, vor uns der alte Nesenbach-Kanal. Jetzt sieht man ihn mal. Ja, und die Kollegen haben jetzt wohl den wohlverdienten Feierabend erreicht. Und deswegen würde ich jetzt hier auch mal wieder abschalten. Hast du mich gerade fotografiert? Ja, das ist